Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change. Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AJ Barbecue, der Alger Griller. Mein Team und ich, wir haben uns wieder was ganz was Besonderes für euch einfallen lassen. Da unten seht ihr es schon. Das ist ein, ich halte es euch besser hin, no, seht ihr es? Das ist ein Kassler Lachs im Semmelknödelteig und im Baconmantel. Und wie wir das gemacht haben und was wir dazu gemacht haben, das zeige ich euch in der heutigen Folge AJ Barbecue, der Alger Griller. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Und schon geht's los, Freunde. Unser Hauptdarsteller heute ist Kassler, das ist ein Kassler Lachs, also ein Stück vom Rücken. Wir brauchen jede Menge Speck hier in Würfel, in Scheiben, Eier, Paprika brauchen wir für unser Paprikagemüse, Zwiebeln in verschiedenen Formen, Zitronensaft, Semmeln, Honig, Petersilie, Butter werden wir brauchen, hier eine leckere Milch brauchen wir, Olivenöl und ein paar Gewürze. Da schauen wir noch so ganz genau ein bisschen nach, was wir hernehmen, schreiben wir euch hinten selbstverständlich in die Zutatenliste. Und jetzt fangen wir an mit unserer Knödelmasse. Für genau diese Knödelmasse müssen wir jetzt unsere altbackenen Semmeln schneiden. Wir haben uns heute die Arbeit gemacht, wir haben kein Knödelbrot gekauft, wir schneiden heute mal selber. Freunde, so schaut das Ganze jetzt aus. Zugegeben, eine recht rohe Geschichte, also grob meine ich natürlich, ne? Macht gar nichts. Und da der AJ ja kein kleiner Dummer ist, hat er hinten in der Träger, während der hochgeheizt hat, schon mal die Milch reingestellt, dass die warm wird. Ja. So, sechstes Ziel erreicht, dampft. Und das geben wir da jetzt oben drüber. Jetzt werdet ihr gleich sehen, jetzt fallen die richtig zusammen, die werden jetzt so richtig ein schöner Semmelteig werden. Es ist natürlich jetzt heiß, das heißt, wir lassen es kurz stehen, dann geben wir gleich die Eier noch mit dazu, dass wir mehr Flüssigkeit reinkriegen. Wird schon. Sechstes, so ist es jetzt schon zusammengefallen und da sind noch keine Eier drin, die tun wir jetzt rein. Müsst ihr logischerweise ein bisschen warten, bis die Milch abkühlt ist, weil was macht das Ei sonst? Klar, es stockt. Und jetzt ran an den Speck. Ne, stimmt gar nicht. Erst hier durchkneten und danach kommt der Speck. Was wir jetzt noch machen, wir wollen da jetzt gleich noch die Zwiebel reinschneiden und den Speck reingeben. Das werde ich jetzt heute ausnahmsweise, normalerweise, wenn wir Semmelknödel machen, müssten wir das jetzt in der Pfanne andünsten bzw. auslassen, der Speck. Machen wir heute nicht, das Ding, das muss jetzt dann nachher noch 2 Stunden in den Grill. Da lassen wir das so roh, wie es ist und tun es da rein. Außerdem schneiden wir jetzt noch ruckzuck so einen kleinen halben Bund Petersilie. Und jetzt, meine Freunde, jetzt kommt die Geheimwaffe für heute. Ihr wisst ja, wie gern ich es mag. Salz und Pfeffer. Normalerweise Salz, Pfeffer, Muskat, dann hätte man einen ordentlichen normalen Semmelknödel. Wir wollen aber keinen normalen Semmelknödel. Normal können andere, nicht wir. Wir geben hier die Jack Daniels Gewürzmischung rein. Und das ist auch schon alles, was wir heute an Gewürze für unser Fleisch brauchen. Anders schaut es später mit unserer Paprikabeilage aus. Das wird jetzt nochmal durchgemischt und dann können wir weitermachen. Dann können wir endlich das Fleisch einpacken. Und wie gesagt, macht euch da jetzt keinen Kopf. Das kommt 2 Stunden in der Grill. Wenn jetzt die Zwiebeln roh sind, dann ist das halt so. So, dann haben wir gleich das nächste Problem hier. Problem ist es keins. Es ist ein wenig zu feucht worden. Macht uns aber gar nichts. Kleiner Tipp am Rande.
ich habe schon vorgesorgt, dann nehmt euch ein paar Semmelbrösel oder macht euch Semmel oder selber Semmelbrösel, nehmt euch nochmal eine Semmel, schneidet die klein, schüttet das da rein. Dann mischt es einfach noch einmal. Wenn das Ganze jetzt ein richtig schön formbarer Teig geworden ist, dann können wir endlich weitermachen. Dann brauchen wir ein Blatt Backpapier. Da liegt das Backpapier. Da bauen wir uns jetzt ein Semmelknödelbett. Schaut, dass ihr so 1,5-2 cm dick werdet. Auf dieses Semmelknödelbett, da legen wir unser Kassler jetzt drauf. Das Kassler brauchen wir nicht würzen, habe ich euch schon mal erklärt in einem anderen Video. Ich verlinke es euch oben einmal. Ist schon gewürzt, gepökelt und geräuchert. Es ist auch schon durcherhitzt. Das brauchen wir also später nicht auf die 70 Grad, wie wir es bei Schwein so gewohnt sind, ziehen. Aber das erkläre ich euch später. Also, wie gesagt, da kommt nichts mehr ran. Einziges Gewürz, wo wir da ranbringen, ist in unserer Knödelmasse drin. Die restliche Knödelmasse, die bauen wir da jetzt um das Kassler rum. Ey, ist das ein Riesenlulatsch? Ich würde schon mal sagen, ja. Was ich jetzt noch mache, ich würde mir links und rechts das Backpapier ein bisschen zuschneiden. So viel brauchen wir nicht, das Depot verbrennen im Grill. Und dann geben wir es auf dem Backpapier sofort ab in den Träger. Der Träger läuft jetzt bei 160 Grad ungefähr. Ihr könnt es logischerweise in jedem anderen Grill machen. Kugelgrill, Gasgrill, im Backrohr, wie immer. Na, nichts anderes als indirekte Hitze brauchen wir. 160 Grad. Und dann wird dieses Riesenstück etwa 2 Stunden brauchen. Und dann geben wir den jetzt indirekt da rein. Sagt tschüss, gleich ist er weg. Jetzt können wir eine ganze Weile warten. Für die Beilagen brauchen wir nicht lang. Schön, ich liebe es zu grillen. Wisst ihr, was ich jetzt noch vergessen habe? Das ist mir zum Glück 2 Minuten nach dem Auflegen eingefallen. Da muss ja noch das pure Glück drauf. Damit uns das nicht austrocknet oder anbrennt, müssen wir da ja jetzt noch unseren Bacon drauf verteilen. Aber das macht gar nichts, das ist ja gleich passiert. Das sind ja bloß ein paar Baconstreifen, die haben wir da gleich drauf. Der Rest mache ich ohne euch. Ich mache jetzt bloß nur hier ein bisschen links und rechts die Stöße zu. Dann soll mir das schon so genügen. Es geht wie gesagt nur darum, dass nichts austrocknet oder anbrennt. Das wird geil. Es riecht jetzt schon geil. Das Ding ist 3 Minuten da drin und es riecht schon. Oh. Oh. Bis später. Wir haben uns jetzt nach ungefähr gefühlt einer Stunde, ich habe noch gar nicht auf die Uhr geschaut, dazu entschlossen, wir wollen das Ganze jetzt schon mal schneiden und dann schon ein bisschen durchziehen lassen, richtig schön in der Marinade, wo es dann später reinkommt. Aber hier, schaut einfach mal aufs Brett, geben wir euch ein paar Impressionen. Bloß ganz kurz, es ist nicht viel Arbeit. Zwiebeln schneiden, Paprika schneiden, Attacke. Ihr seht, wir machen das in recht grobe Stücke. Das wollen wir so, wir wollen ja später was im Mund haben, gell? Das geben wir jetzt alles in eine Schüssel und dann marinieren wir zusammen. Vorher schneidet ihr den Rest aber ohne euch. Wenn dann jetzt alles geschnitten ist, dann müssen wir es natürlich nur marinieren. Wir hauen da jetzt einen Teelöffel ungefähr Honig rein. Die gleiche Menge tun wir an Zitronensaft rein. Ihr könnt natürlich genauso eine frische Zitrone auspressen. Bier kommt keins rein, aber ein Olivenöl. Und da tun wir jetzt ein bisschen mehr rein, nämlich rund 4-5 Esslöffel. Würzen wenn man das Ganze jetzt nur noch mit Salz und Pfeffer. Salz dürfen wir auch nicht sparen. Fertig, durchrühren. Dann wartet das Ganze auf den Grill. Geblitzt denkst, Halami, Freunde. Eine Stunde ist rum. Geschnitten haben wir auch schon. Wollt ihr reinschauen? Das ist, oh, wir schauen zusammen. Komm, auf, hier, hier, oh. Schnell wieder zu.
nur eine Stunde warten, dann können wir essen. Freunde, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo ich sagen muss, es ist wieder so ein Negativpunkt für meinen Traeger, obwohl ich ihn so lieb. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwie eine Pfanne drauf zu stellen, mit voller Hitze zu arbeiten, direkter Hitze, das geht da nicht. Deswegen müssen wir auf den Anzündkamin oder auf den Kugelgrill zurückgreifen. Wie wir es genau machen, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich wird es der Anzündkamin sein. Aber ihr könnt es im gleichen Grill machen, wo er das Kassler macht, wenn ihr Platz genug habt und es kein Traeger ist. Aber nichtsdestotrotz, ne, ich liebe das Ding, das wisst ihr. Wir haben jetzt im Kugelgrill einen Anzündkamin so dreiviertel voll gemacht mit Maiskohle. Die haben wir noch übrig vom letzten Seminar auf der Matriza Alm. Müsst ihr mal schauen. Gibt es ganz tolle Videos und Fotos auf unserer Homepage www.aj-barbecue.de. Da gibt es übrigens auch die ganzen Rezepte von uns. Die machen wir jetzt an. Diese Maiskohle ist halt eine relativ kurzlebige Geschichte, aber die macht richtig heiß. Wenn er lange Hitze braucht, nimmt er Briketts. Wenn er kurz viel Hitze braucht, nehmt ihr die Maisdinger. Übrigens wird es auch einen neuen Kurs geben, kurz vor dem Vatertag auf der Matriza Alm. Falls ihr da Interesse und Lust drauf habt und in der Nähe wohnt, schaut da mal zeitnah auf unserem Facebook-Auftritt auf der Matriza Alm oder auf unserer Homepage vorbei, da werden wir euch informieren. So, und jetzt lassen wir das Ding hochheizen und dann machen wir unsere Beilage und dann können wir schon bald essen. Mais geht gar nicht. Ja, ich habe gedacht, das ist rauchfrei oder so. Freunde, wir haben unser qualmendes Inferno so langsam wieder in den Griff gebracht, also die Maiskohle, seid zwar nicht böse, entweder bin ich jetzt blöd, die zu verwenden, aber hier, schaut euch das an, das ist schon extrem. Auf jeden Fall haben wir auch Hitze. Hitze brauchen wir, da geben wir jetzt in unsere Pfanne ein bisschen Olivenöl. Ich habe mir überlegt, ihr wollt eigentlich wieder mal mein FP35 hernehmen, dieses geile Stück von Petromax, aber hey, die ist mir für das Ding echt zu schade, die ist total zugrust. Auf jeden Fall ist sie heiß genug. Wir geben da jetzt unser geschnittenes und mariniertes Gemüse rein. Ihr hört es, es macht auch schon leicht alles drüber. Und dann werden wir das Ganze jetzt grillen. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr jetzt auch keinen Platz mehr im Grill habt, dann macht das doch einfach auf dem Herd in der Pfanne. Wir verraten es auch keinem. Cool. Das machen wir jetzt. Und wenn das fertig ist, 10 Minuten, dann können wir essen. Endlich! Er knurrt nämlich immer noch. Der da. Wir haben es 2 Stunden, ziemlich genau vorbei, 2 Stunden 10. Und unser Essen ist fertig. Und wisst ihr, was ich schon immer sagen wollte? Und der Gewinner ist ganz klar der, der hier ist und mitessen kann. Jetzt schaut euch das mal an. Schöne Röstaromen, karamellisierter Honig, weiche Paprika. Aber das da, da hier ist der Hauptgewinn. Jetzt schaut's da mal rein. Wir sind bei 65 Grad Kerntemperatur. Wir haben ja schon gesagt, wir brauchen keine 70, da war ja schon durch erhitzt, Schwein und so, ne? So, wir holen das raus, richten das schön an, geben den Rest rein und sehen uns dann zum Fazit. So, und wie das Ganze jetzt schmeckt, das sage ich euch jetzt. Ich weiß es nämlich selber noch nicht so genau. Heute ist wieder so ein Tag, wo wir alles vergessen haben, auch das Besteck. Das heißt, wir nehmen einfach unser Kochmesser und einen Löffel. Dann legen wir los. Jetzt legen wir los. Denkt dran, der AJ hat keine Gabel. Gell? Nehmen wir halt einen Löffel. Freunde, das ist der Wahnsinn. Ohne Schmarrn, das ist wieder einmal der Wahnsinn. Dieser Semmelknödel hat einen richtig schönen Rauchgeschmack. Traeger, klar, der ist ja immer im Rauch. Wenn ihr das in einem anderen Grill macht, dann tut es da irgendwelche Räucherchips mit rein oder so. Das ist der Hammer. Der Semmelknödel hat ein richtig schönes, dezentes Raucharoma aufgenommen. Der schmeckt wie ein Semmelknödel. Wie ich vorher schon prophezeit habe, die Zwiebeln, der Bacon, der ist durch, der ist schön weich. Das Kassler, das ist super saftig. Ein sensationelles Aroma. Deswegen haben wir gar nicht viel dazu gemacht, weil wir uns das schon erhofft haben.
Da gibt es nur ein bisschen ein gegrilltes Gemüse. Und durch diesen Honig, der ist schön karamellisiert. Wir haben einen schönen Pfeffer, schöne Säure durch die Zitrone, Salz, Pfeffer, weiche Paprika, ein bisschen Zwiebel. Ein absolut geiles Essen. Geiler Scheiß, wie ich immer so sagen pflege. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht das nach. In letzter Zeit kommen ja immer wieder Kommentare, ihr habt was nachgegrillt. Das freut mich natürlich umso mehr und mein Team. Lasst uns wissen, wie euch das geschmeckt hat, wie euch das gefallen hat. Schreibt es unten rein. Wir sehen uns nächste Woche. Euer Andi von AJ Barbecue, der Eigelgriller. Macht es gut. Ciao. Oh, und wie wird der Hacke machen? Der Hacke, unser bester Mann, der beste Mann für alles, den wir immer vergessen. Sorry, Hacke. Der Hacke wird machen. Hacke, wir haben dich lieb. Du weißt schon, dass leider, ne, macht man gemütlich. Machen wir für die Leute schlecht. Wollen Sie dazu noch was sagen? Zu dem Tonkabel? Beim letzten Video hat er es vergessen. Jetzt ist es da. Ja, da war es auch, aber eingesteckt war es nicht. Aber jetzt ist es an der Kamera. Ja.